Pitch Frog. Willkommen zu einem neuen Pitch Frog Tutorial. Heute soll es wieder mal um das Modeling gehen. Und ich möchte mit euch ein paar kleine typische Anfängermodelle modellieren, um uns ein bisschen mit dem Modeling zu beschäftigen. Und diese Objekte wollen wir im nächsten Video dann auch mit Materialien und Texturen versehen. Also wir modellieren einen kleinen Fernseher, ein Haus und einen Stuhl. Und wir fangen mal an mit dem Fernseher. Und ich nehme diesen Würfel gleich und gehe hier in den Edit-Modus. Und gehe hier auf das Skalieren-Werkzeug. Und ich schalte mal die Screencast-Keys ein, damit man hier sieht, was ich mache. Und jetzt machen wir das mal hier ein bisschen dünner. Und jetzt ein bisschen breiter. Und jetzt gehe ich hier in den Flächenauswahlmodus, kann jetzt hier ganze Flächen auswählen und gehe hier auf dieses Inset-Tool und kann jetzt diese Fläche mit der linken Maustaste so hier reinziehen. Jetzt gehen wir auf das Extrusionswerkzeug, haben wir das kleine Plus und können dieses jetzt hier reinziehen mit der linken Maustaste. Und jetzt füge ich noch ein paar Loop Cuts ein. Linken Maustaste einfach, dieses Symbol dann hier drauf. Jetzt gehe ich wieder in den Flächenauswahlmodus, drehe das ein bisschen nach unten und mit der Shift-Taste, gehe mal auf dieses Werkzeug, kann ich jetzt mit der Shift-Taste gedrückt diese beiden auswählen. Kann die jetzt mit dem Extrusionswerkzeug hier nach unten ziehen. So, jetzt gehe ich auf dieses Symbol und da ist hier Median Point eingestellt, das heißt also der Mittelpunkt des Objektes und ich will jetzt die individuellen Origins, also die individuellen Ursprünge bearbeiten. Ich zeige euch gleich, was das ist. Geht jetzt also hier auf Individual Origins und extrudiere das nochmal nach unten und jetzt kann ich das mit S skalieren und das skaliert jetzt beide gleich. So, und haben wir jetzt hier so ein einfach ein Bildschirm, der jetzt hier auch stehen kann. Gehe ich mal mit der Tabulator-Taste oder hier aus dem Edit-Modus wieder raus und kann das mal zur Seite bewegen. Das ist jetzt unser ganz einfacher Fernseher. Und jetzt wollen wir noch ein Haus modellieren. Gehe ich auf Add und füge einen neuen Cube hinzu. Gehe wieder in den Edit-Modus und wähle das Skalieren-Werkzeug aus, mache das ein bisschen breiter wieder. Gehe jetzt wieder in den Flächenauswahlmodus. Kann jetzt das extrudieren. Und mit dem Skalieren-Werkzeug kann ich das wieder auf der Y-Achse skalieren. Und jetzt nehmen wir wieder unser Loop-Cut-Tool. Und dann ziehe ich mal den Loop Cut hier unten ein paar. Damit wir dann noch die Fenster und die Türen reinmachen können, mache ich mal ein paar Loop Cuts rein. Hier unten noch eine. Gehe mal auf dieses Werkzeug und gehe wieder in den Flächenauswahlmodus. Kann jetzt hier mit der Shift-Taste gedrückt mehrere solche Flächen auswählen. Und kann die und kann jetzt mit dem Extrusionstool dieses hier rein extrudieren. Und jetzt machen wir noch ein paar Fenster. Gut. So, wollen wir jetzt noch einen Schornstein einfügen, dann nehmen wir einfach einen neuen Cube im Edit-Modus direkt. Mit G können wir den nach oben bewegen. Wir können mal den Skalieren-Werkzeug hier an den Kreis anfassen, können ihn insgesamt kleiner machen. Jetzt auf der Z-Achse nach oben und ein bisschen kleiner. Und jetzt nehme ich das Bewegen-Werkzeug, bewege das mal hier hin, hier rein. Und wir sind jetzt im Flächenauswahlmodus, können jetzt die Fläche hier auswählen, wieder auf dieses Inset-Tool gehen, dieses ein bisschen hier reinziehen. Und mit dem Extrusionstool können wir das jetzt nach unten extrudieren. Dann haben wir jetzt hier unseren Schornstein und unser Haus.
Oh, das schiebe ich auch mal zur Seite. Wie gesagt, im nächsten Video werden wir denen dann noch Materialien geben. Das sieht das Ganze dann viel besser aus. Und jetzt will ich noch ein Objekt mit Shortcuts modellieren. Und dazu drücke ich mal Shift A, füge einen neuen Cube ein. Und ich verzichte jetzt mal auf die Werkzeuge, drücke jetzt die Tabulator-Taste, mal jetzt mit Shortcuts und gehe auf dieses Werkzeug. Und das soll jetzt ein kleiner Stuhl werden. Und da drücke ich jetzt S zum Skalieren und Z für die Z-Achse. Jetzt wiederhole ich nochmal SZ und noch ein bisschen kleiner. Linke Maustaste. Jetzt brauchen wir hier einige Loopcuts. Das mache ich mit Steuerung R. Wenn ich jetzt hier reinklicken und den Loopcut hier so zur Seite ziehen, dann nochmal klicken, um den abzusetzen. Nochmal Steuerung R. Den jetzt auf diese Seite. Steuerung R. Absetzen, Steuerung R, der linken Maustaste absetzen. Wenn das nicht genau stimmt, dann kann ich in den Kantenauswahlmodus gehen, auch mit der 2, 1, 2 und 3, über der Buchstabentastatur, nicht auf den Nummernblock, das sind ja die Standardansichten, Zahlen über den Buchstaben. Kann ich jetzt mit der 2 in den Kantenauswahlmodus gehen und kann mit der Alt-Taste gedrückt so einen ganzen Loop hier auswählen, den ich jetzt auch bewegen kann. Kann ich das ja noch ein bisschen korrigieren, kann diesen mit Alt gedrückt bewegen, auswählen und bewegen. Und diesen. Das ja noch ein bisschen schmaler machen. Und jetzt gehe ich in den Flächenauswahlmodus mit der 3, kann jetzt mit der Shift-Taste diese hier auswählen, links, und mit E kann ich das jetzt hoch extrudieren. Nochmal E, jetzt die Lehne, kann ich ein bisschen nach hinten verschieben, wieder auf die 2, Alt, und dann kann ich das ein bisschen so nach hinten ziehen. Jetzt gehe ich wieder in den Flächenauswahlmodus mit der 3 und wähle mit Shift diese Flächen hier aus und kann die jetzt mit E nach unten extrudieren für die Stuhlbeine. Und da haben wir unseren Stuhl. Gut, jetzt bringen wir die Objekte noch auf die richtige Größe. Gehen wir hier bei Item, Transform. Und da sehen wir jetzt hier die Anzahl, wie groß das Ganze ist, in Metern. Da haben wir auf der Z-Achse bei dem Stuhl also 4 Meter. Können wir jetzt mit der S-Taste das runterskalieren. Machen wir mal etwas über einen Meter. Und jetzt drücke ich Steuerung und A und dann Scale und dann ist die Größe hier auf 1 zurückgesetzt, die Skalierung. Habe ich jetzt den Stuhl in der richtigen Größe, nehme ich den Fernseher, hier auch mit S kleiner skalieren, dass das so in etwa passt. Und kann auch hier auf Objekt gehen, Apply, Apply Scale. Man hat jetzt hier auch die Größe zurückgestellt und das Haus, das machen wir jetzt etwas größer, das ist jetzt 3 Meter groß, können wir jetzt etwas größer skalieren. Und das sehen wir hier wieder, dass die Scale-Werte jetzt nicht mehr 1 sind. Können wir, wie gesagt, Steuerung A drücken, Scale, Apply Scale und sind die wieder auf 1 zurückgesetzt und jetzt die Skalierung angewendet. Das ist relativ wichtig, sonst kann es später zu Problemen kommen bei Modifiern, Texturen, Animationen. So, das soll es für dieses Video erstmal gewesen sein. Wie gesagt, im nächsten Video werden wir diesen Objekten dann Materialien und Texturen hinzufügen. Also dann vielleicht bis zum nächsten Video. Pitch Frog.